Und damit willkommen zurück zu Become a Legend. Wir haben heute ein Team rund um Zamazenta mit dabei. Und Zamazenta ist hier vor allem ein supportendes Mon, denn es hat Coaching. Und mit Coaching soll es hier Voltolos oder auch Rihornia vor allem supporten. Ansonsten hat er Eisenschädel und Nahkampf mit dabei und den Rundumschutz, der uns vor, ja, Mehrtrefferattacken schützt. Heißt vor von Tränen, vor Abgrundsklinge zum Beispiel oder auch vor dieser komischen Lanze, die uns beim letzten Mal fertig gemacht hat. Das ist sehr, sehr cool, aber es schützt uns auch vor unserem eigenen Erdbeben, was auch sehr cool ist, weil wir dann nicht Schutzschild zusätzlich brauchen. Ja, was ist jetzt also der Plan? Zamazenta kann mit Coaching, dadurch, dass Zamazenta auch sehr, sehr schnell ist, dafür sorgen, dass Voltolos Angriff um eine Stufe steigt. Voltolos wiederum kann in der Dynamax dann nochmal Speed holen, seinen Angriff selbst nochmal boosten oder den anderen Stab, den Elektromove, raushauen, was ebenfalls sehr cool ist. Und wir sind geschützt gegen Bedrohermons, weil wir Siegeswille als Fähigkeit haben. Als Item hier der Lebenorb mit dabei. Supportend kommen dazu Fuego mit Mogelhieb, Standpauke, Schutzschild, der Antibodenbeere, man kennt es, Flammenblitz, Zwirklub, was den Evoli, was den Bizarro-Raum rausholen kann und natürlich den Evoli trägt, mit Nachtnebel, Dampfwalze, Bizarro-Raum und Seitentausch. Damit haben wir einige Support-Moves, so können wir aber auch zum Beispiel die Initiative von Rihornia senken, gleichzeitig den Schwächenschutz durch unsere eigene Dampfwalze triggern. Und dementsprechend Rihornia im Bizarro-Raum viel schneller machen noch und viel stärker vor allem auch nochmal machen, was sehr, sehr nice ist. Rihornia selbst hat dann Erdbeben, Steinhagel, Double Stab plus Ice Heap als Ergänzung mit dabei. Und zu guter Letzt haben wir noch ein Fokus-Gut Hutsasa mit Pollenknödel, was natürlich Damage auf der einen Seite macht, aber auch wieder heilen kann. Wir kennen das ja von Bundlebee, Pilzspore, Wutpulver und dem Schutzschild. Mit diesem Team springen wir rein in das erste Match. Und unser erster Gegner tritt hier an mit einem guten alten Kyogre-Team, zusammen natürlich mit Burios, was den Rückenwind rausholen kann, was sehr nervig sein kann. Fuego als supportendes Mon. Regieleki, was eventuell sogar mit Donner mit dabei sein wird. Das wird auf jeden Fall gar nicht mal so leicht werden. Das Ding ist jetzt folgendes. Wir könnten mit Fuego leaden, um eben den Rückenwind zu verhindern. Wenn dann aber Kyogre als Pokémon daneben steht. Wie gehen wir dagegen am besten vor? Wahrscheinlich mit Voltolos und einfach trotz allem Dynamaxen. Und Zamazenta behalten wir erstmal in the bag. Wäre auf jeden Fall eine Option, würde ich mal sagen. Allerdings Dynamaxt sich Kyogre auch nicht so oft. Ne? Das heißt, wir könnten auch den theoretisch Mogel heben. Wäre auch eine Option und dann für den Bizarro-Raum gehen. Ich glaube aber, dass das tatsächlich ein bisschen zu obvious ist, weshalb ich die beiden hier als Lead wählen würde. Wir könnten aber auch Zamazenta, ehrlich gesagt, nehmen und für den Rundumschutz gehen. Wäre natürlich auch eine Option, to be honest. Wir könnten auch einfach mit den beiden leaden. Wenn dann allerdings ein Eisstrahl kommt von Kyogre, sollten wir den aber auch ganz gut tanken. Ich glaube, Fuego nehme ich noch mit. Und Rihornia mit dabei zu haben gegen Regieleki wäre nicht so verkehrt. Gegen den Rest sieht er allerdings nicht so gut aus, weshalb ich mich hier, glaube ich, dann eher für... Wir nehmen Rihornia mit. Ich weiß nicht, ob Rihornia hier der Play ist an der Stelle. Keine Ahnung, weil wir keinen Bizarro-Raum mit dabei haben und jetzt generell nicht so mega viel Support, wenn man vielleicht von Dingens mal absieht, von unserem Zamazenta. Aber gegen Kyogre könnte der relativ gut funktionieren. Wir werden sehen, ob es klappen wird oder nicht, ob das jetzt die richtige Entscheidung ist oder ob wir bereuen, dass wir Fuego nicht mit dabei haben. Ich sag, Fuego hinten zu haben, dass wir den später nochmal reinholen können, ist aber auch gar nicht so verkehrt. Und wir sehen hier Regieleki plus Fuego. Okay, das ist tatsächlich interessant. So, und da haben wir auch schon unser Zamazenta mit dem wackeren Schild. Das heißt, der ist sehr, sehr gut, was Verteidigung angeht. Und wir lassen direkt erstmal unseren Siegeswillen triggern, was ich natürlich jetzt auch gar nicht mal so verkehrt finde. Bisschen problematisch finde ich, dass da so ein Regieleki steht. Die Frage ist, geht der hier für einen Voltwechsel oder sowas? Oder geht der vielleicht sogar für ein Elektronetz, was beide treffen würde? Dann könnten wir hier einen Rundumschutz droppen. Weiß aber nicht, ob es das der Play wäre zum jetzigen Zeitpunkt. Ich muss ganz kurz mal nachgucken, wie gut ist die spezielle Defensive von Zamazenta. Die physische ist natürlich absolut brachial gerade, aber die spezielle mit 165 auf jeden Fall auch nicht so schlecht. Ich könnte hier für Rundumschutz gehen und mit Dings Dynamaxen. Ich könnte hier aber auch für Coaching gehen. Ich probiere einfach, das Elektronetz abzufangen. Weiß nicht, ob das so der Play ist, weil wir damit natürlich offenbaren, was wir haben. Und wir gehen hier für eine Dynadüse auf Fuego. Ja, machen wir das einfach mal. Gerade das Elektrofeld rausholen, eher nicht so der Play, wobei Regieleki eh schneller sein wird. Von daher schauen wir mal. Hoffen wir, das Elektronetz kommt. Ich rechne ehrlich gesagt nicht damit, aber
Ich glaube, ich vermute, dass der Mogelhieb eh auf uns gehen könnte. Und dann würden wir flinchen und würden eh nichts rausbekommen. Von daher verlieren wir mit dem Rundumschutz nicht wirklich was, können aber eine Menge gewinnen. Sollte Regi Eliki jetzt allerdings nicht für Elektronetz gehen und sollte da kein Rundumschutz, kein Mogelhieb kommen, dann haben wir natürlich ein kleines Problemchen. So, wir sehen Mogelhieb, okay, geht allerdings auf den Slot, von daher haben wir eventuell unseren Move gewastet und wir sehen die Donnerwelle auf Summer Center. Ich sag, das ist aber vollkommen fein, dass wir hier geparat werden, weil wir sind immer noch relativ schnell, weil wir ja jetzt einen Speedboost rausbekommen mit der Dynadüse. Das ist also vollkommen in Ordnung und das macht auf plus 1, ich sag mal so, jetzt nicht so unendlich wenig Schaden, ne? Und da wir jetzt auf plus 1 Speed sind, sind wir wahrscheinlich immer noch nicht in der Position, um ein Regi Eliki zu outspeeden. Aber wir sind auf jeden Fall nach Regi Eliki vermutlich das schnellste Mon. Und das auf plus 1 Speed, plus 1 Angriff. Also Voltolos macht gerade schon sehr, sehr gut Druck. Und jetzt sehen wir hier ein Katagami. Ja, Katagami wird auch nicht so langsam sein. Wird unser Voltolos aber, to be honest, auch nicht mega krass damagen. Ich glaube, ich gehe hier einfach für eine Runde Coaching. Das zumindest wäre meine Idee. Problem, was ich sehe, ist immer noch, ich glaube, wir brauchen noch einen zweiten Speedboost. Es ist leider so, wie es ist. Ich glaube, den brauchen wir an der Stelle, um Regi Eliki zu outspeeden. Ich könnte hier auch für Katagami gehen, aber Katagami sollten wir eigentlich auch mit Summer Center gleich outspeeden können, wenn wir uns den zweiten Speedboost holen. Von daher gehe ich jetzt mit deiner Düse auf Regi Eliki, hoffe, dass das der richtige Play ist, um hier genug Speed zu bekommen. Er Dynamaxt auch. Mit Katagami dann vermutlich, was natürlich physisch ist und dadurch die Hits von uns erstmal relativ gut abfängt, was aber, glaube ich, in Ordnung ist. Ja, vielleicht hätte ich auch auf Katagami hier gehen sollen und einfach Regi Eliki sein lassen können, weil wir Rihorn ja noch in the back haben und dafür ist Katagami hier auf jeden Fall das gefährlichere Mon von beiden. Ja, wir sehen hier ein Schutzschild, das ist aber okay, weil wir mit der Dynadüse durchkommen und zumindest den Speedboost kriegen, den wir wollten. Und ich wollte Regi Eliki auch andamagen, falls der einen Fokus gut spielt. Spielt man, glaube ich, nicht so häufig, spielt man, glaube ich, dann tendenziell eher auf Katagami. Aber das ist grundsätzlich in Ordnung für uns, was jetzt hier in diesem Turn passiert ist. Die Frage ist nur, was macht Katagami jetzt? Greift er wen an? Also, Samazenta ist auf jeden Fall jetzt schon schneller. Stimmt, weil der Speedboost jetzt schon durchkam. Und von daher kriegen wir hier nochmal einen Verteidigungsdrop, was uns sehr, sehr hilft gegen Katagami. Der geht hier allerdings auch für die Dynadüse. Macht natürlich gar keinen Schaden. Sorgt aber dafür, dass Regi Eliki auf jeden Fall weiterhin der schnellste Mon bleibt. Da der in der Runde jetzt aber nur Protected hat, ist das, denke ich, fein für mich, diese Runde. So, wir gehen jetzt hier, glaube ich, für einen Nahkampf. Double fokussen wir jetzt Katagami einfach draus, weil ich glaube, Nahkampf plus Dynadüse wird vermutlich killen. Ist die Frage, will ich hier nochmal für eine Dynadüse gehen? Ich meine, wir sind auf plus 2 Angriff. Also ich glaube, viel mehr Damage brauchen wir gar nicht unbedingt. Von daher ist der Speed wichtiger, damit Samazenta wieder Katagami outspeeden kann. Ja, weil gerade, glaube ich, wird Katagami wahrscheinlich noch schneller sein. Von daher ist das hier, denke ich, mein Play. Es kann sein, dass er hier protected mit Katagami. Wir sehen den Double Protect auf Regi Eliki. Okay, kommt jetzt auch der Protect auf Katagami? Nö, kommt er nicht. Okay, das heißt, wir kriegen die Dynadüse schon mal raus. Auf plus 2 sollte das fast killen. Okay, der hat eigentlich eine echt gute physische Defensive. Der hat zwar nicht super viele KP, aber ich dachte, der tankt das deutlich, deutlich besser. Okay, dann hätte ich auch für einen Gigantenhieb wahrscheinlich gehen können. Aber ist in Ordnung. Aber er bleibt schneller als Samazenta. Okay, interessant. Ich hätte gedacht, dadurch, dass Samazenta jetzt auf plus 3 Speed ist, ist er schneller, aber die Donnerwelle, die ballert da, glaube ich, mehr die Init runter, als ich jetzt gerade im Kopf zusammengerechnet habe. Aber das ist okay für uns, denn der ist down. Ich weiß nicht, warum er mit Regi Eliki jetzt so unfassbar passiv gespielt hat, weil jetzt sind wir halt in einer Position, wo es ganz, 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 ganz schwierig für ihn wird. Regi Eliki wird wahrscheinlich immer noch das schnellste Mon sein. Das könnte ich mir durchaus vorstellen. Deswegen überlege ich gerade auch mit Samazenta einfach nochmal mit Nahkampf auf den rechten Slot zu gehen. Und mit Dings zu protecten mit unserem Voltolos. Wäre eine Option. Eigentlich darf... Also ich sehe jetzt folgende Situation. Wir könnten auf Rundumschutz gehen, um die Wasserattacke von Kyogre auf jeden Fall abzufangen. Was, glaube ich, gar nicht unbedingt der Play ist. Warte mal, wir sind jetzt auf...
Ist er gerade auch nochmal für den Flugmove gegangen? Ja, ne? Warte mal, wir können das ja nachgucken. Regi Eliki ist, glaube ich, plus 2 endet, ne? Das heißt, Regi Eliki wird immer noch das schnellste Mon sein. Sprich, Regi Eliki wird jetzt gleich attackieren. Das heißt, ich muss eigentlich in diesem Turn Regi Eliki rausbekommen. Wo ein normaler Nahkampf von Zamazenta, denke ich, reichen wird. Und wir werden hier auf dem Slot protecten. Zamazenta müsste nach Regi Eliki das schnellste Mon sein und müsste einen Hit von Regi Eliki überleben können. Das ist gerade so mein Gedankengang, weshalb ich glaube, dass das hier der richtige Play sein wird. Und dann kann Voltolos im Nachhinein dann Kyogre eben rausnehmen. Den guten Kyogre. Er geht hier für Protect. Das ist okay. Weiß ich nicht genau warum. Vielleicht hat er Angst, dass wir outspeeden können oder so. Elektronetz kommt. Perfekt. Also wir hätten hier sogar mit Rundumschutz nicht mal den Fehler gemacht, ne? Weil, ja. So, Zamazenta, jetzt bitte durchkommen durch die Para. Das wäre super, super delicious. Wir kommen durch. Wir kriegen den Nahkampf raus. Und das nimmt Regi Eliki heraus. Perfekt. Und damit sind wir mit beiden Mons wahrscheinlich der schnellste Mon auf dem Feld. Zamazenta ist jetzt gerade wieder nur noch plus 2 innet. Müsste damit aber trotzdem schneller sein. Es sei denn, Kyogre ist Wahlschall. Was es aber eigentlich nicht mehr sein kann aufgrund des Schutzschildes. Von daher können wir jetzt hier einfach... Ja, wobei, ich gehe hier, glaube ich, sogar einmal für den Rundumschutz, um auf ganz Nummer sicher zu gehen. Und gehe hier auf Stromstoß. Let's go. Und dann sollte das eigentlich im Normalfall... klappen. Ich denke, Stromstoß wird so oder so schon killen. Aber mit Rundumschutz haben wir auf jeden Fall die Möglichkeit, nochmal von Tränen und Ursprungswoge abzuwehren. Oder einen Surfer oder so. Aber Stromstoß kommt und das nimmt hier Kyogre raus. Sehr, sehr nice. Das Team hat wunderbar funktioniert. Ich habe nicht perfekt gespielt, glaube ich. Aber irgendwie haben die beiden super gut synergiert. Er hat sehr, sehr passiv gespielt. Hat uns mit dem Bedroher direkt auf plus 1 gebracht. Zumindest bei unserem Voltolos. Dings war sogar auf minus 1, ne? Fällt mir mal gerade so auf. Ah, interesting. Ja, wir springen rein in Kampf Nummer 2. Ach ja, und übrigens, da ich seit dem letzten Mal noch nicht geschafft habe, mit dem Groudon-Team auf Twitch zu spielen, wird es direkt im Anschluss an dieses Video einen Stream geben, wo wir erstmal mit dem Groudon-Team spielen. Vielleicht wechseln wir dann auf das Zamazenta-Team schon. Ansonsten holen wir das dann in einem der nächsten Streams nach. Schaut auf jeden Fall gerne auf Twitch vorbei. Jetzt kriegen wir aber tatsächlich ein Mirror-Match, also mehr oder weniger. Sashian gegen Zamazenta. Das finde ich sehr, sehr cool. Besonders, weil wir noch nicht sehr häufig gegen den gespielt haben. Wieder Regi Eliki mit dabei. Gortrom ist mit am Start. Fuego, das heißt sehr, sehr viele Mogelhiebe. Togekiss, was man, glaube ich, eher hier mit der Chance auf Crits spielt. Also mit Glückspilz als Fähigkeit. Ja, aber Voltolos sieht hier grundsätzlich auch wieder sehr, sehr nice aus. Will ich direkt mit Voltolos leaden? Wir sind vom Typ Kampfstahl, wenn wir rostiges Schild tragen, oder? Ich weiß nicht, ob wir das jetzt direkt schon sehen. Ich glaube, Kampfstahl sind wir und der andere ist Fee-Stahl, Fee-Kampf. Ich habe keine Ahnung. Ich kann es mir nie merken, was der genau ist. Aber ja, ich denke, Zamazenta sollte hoffentlich einen Hit ganz gut nehmen können von dem. Von daher überlege ich einfach wieder mit den beiden zu leaden, weil das, glaube ich, grundsätzlich eine ganz nice Kombination ist. Fuego in the bag finde ich hier auch wieder sehr sinnvoll gegen Gortrom, gegen Sashian, gegen das gegnerische Fuego, gegen Vulaoso und so. Ist das eigentlich ganz nett und will ich dieses Mal vielleicht Hutzasa trotz allem mitnehmen? Ist gegen Gortrom, gegen Regi Eliki halt echt ganz nett so. I'm not sure about this, aber es könnte tatsächlich für Voltolos nochmal die nötige Portion Support mitbringen. Ganz wichtig für uns natürlich, dass wir Voltolos an der Stelle nicht sterben lassen. Denn das ist, glaube ich, mit unser wichtigstes Pokémon. Von daher müssen wir hier sehr, sehr vorsichtig mit dem Jungen spielen. Mal gucken, ob das aufgehen wird oder nicht. Wir werden die Leads gleich sehen. Und zwar kommt da... Fuego und Vulaoso. Perfekt. Warum liegen beide mit Fuego, wenn ich einen freaking Voltolos im Team habe? Also nehme ich ja sowas von mit. Nehme ich absolut mit. Aber ist ja super delicious. So, und jetzt kann ich ja eigentlich for free auf den Vulaoso-Slot gehen. Mit einem Flugmove, right? Der richtig, richtig reinballern wird. Einen wirklichen Switchen hat er da, glaube ich, nicht unbedingt. Also wird jedem Mon wehtun. Ja, wobei Fuego könnte mich irrlichten, was ich ein bisschen nervig finden würde. Von daher würde ich, glaube ich, hier an der Stelle für eine Runde Coaching gehen. Oder gehe ich für einen Nahkampf sogar? Aber wir sind schneller. Können wir Fuego auf plus 2 rausnehmen? Das ist jetzt die Frage. Können wir den rausnehmen auf plus 2? Könnte hinhauen. Vielleicht mit so einem Dynamax, Stab, Flug, Leben, Orb, Move. Wir probieren es aus. Wir probieren es aus. Ich glaube, es könnte ein Play sein. Und gehen mit deiner Düse hier auf Fuego. Let's go. Let's go, let's go, let's go.
Hoffen wir, dass es der Plays ist. Ansonsten kriegt ihr ein Irrlicht raus. Wäre jetzt auch kein Weltuntergang, weil wir immerhin auf plus 1 sind. Mit Coaching auf plus 2 kommen und das Ganze so ein bisschen ausgleichen können. Aber wäre natürlich nicht super optimal, ne? Deswegen hoffen wir mal auf das Beste. So, im allerbesten Fall kommt jetzt... Was habe ich jetzt eigentlich gedrückt? Habe ich Nahkampf auf Führer gedrückt oder Coaching? Ne, Coaching, ne? Coaching, damit wir auf plus 2 kommen. Ja, so. Und er Dynamaxt auch. Vermutlich dann mit seinem Vulausu. Nehme ich jetzt mal ganz stark an. Wir werden sehen. Ja, okay. Er geht tatsächlich in die Gigaform des Wasser-Vulausus. Das finde ich tatsächlich einigermaßen spannend. Weil den können wir ja sowohl mit dem Flug als auch Unlicht-Move einfach wegknallen, vermutlich, oder? So, es kommt der Mogelhieb. Es kommt leider der Mogelhieb auf den richtigen Slot. Von daher werden wir Fuego hier nicht rausnehmen können. Aber das ist in Ordnung. Denn wir machen mit der Dynadüse jetzt so oder so schon mal ganz guten Schaden. Jo, das killt fast von alleine. Also auf plus 2 hätten wir den easy rausgenommen. Sind jetzt auf einem guten Speed-Level. Und was macht das gegnerische Vulaoso? Kloppt der Samazenta einfach um? Kann der Samazenta einfach umkloppen? Der hat nochmal eine Beere, das ist nicht weiter wild. Das ist sogar eine ganz gute Information für uns, glaube ich. Gaubebeere. Und er geht für den Giga-Multi-Hieb. Und der geht auf Voltulos. Ach du heilige Scheiße. Ja. Der hat Damage auf jeden Fall gemacht. So ist jetzt nicht, ne? Ich würde sagen, wir gehen an der Stelle. Ha, für wen? Ich könnte für Nahkampf auf den rechten Slot gehen. Und für den Flugmove auf den linken Slot. Wäre das ein Play? Kill ich den damit? Deiner Düse ist Stärke 130, das ist auch Stärke 130. Macht also keinen Unterschied. Wir sind plus 1. Da ist es der Play hier jetzt einfach für... Dings zu gehen, für Coaching, dass ich den auf jeden Fall ausknocken kann. Weil wenn der überlebt, ist nervig. Aber Fuego könnte mich wahrscheinlich an der Stelle auch schon ausknocken, wenn er will. Von daher machen wir das, glaube ich, so. Und nehmen in der Hoffnung einfach mal beide mit. Er switcht raus. Auf wen? Wer will jetzt den Nahkampf fressen? Togekiss. Ah, Togekiss nimmt den Nahkampf relativ gut, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Hier, bisschen Chip für dich. Hat er vielleicht relativ gut predicted. Jetzt ist nur die Frage, können wir Vulaoso hier ausnocken oder nicht? Das ist für mich so ein bisschen die entscheidende Frage, wie dieses Match weiter verlaufen wird. Weil wenn der jetzt überlebt, ist schwierig. Aber er überlebt, weil er Fokus gut hat. Stimmt, spielt man natürlich ganz gerne auf dem, ne? Habe ich jetzt nur gar nicht mehr damit gerechnet, weil der in der Dynamax ist. Ja, ist... Also... Ich wollte Voltulos ungern sterben lassen. Der wird jetzt sehr wahrscheinlich sterben. Es sei denn, der geht auf Samazenta aus irgendeinem Grund plötzlich. Aber nein, er nimmt hier leider Voltulos raus. Was für uns tatsächlich zu einem extremen Problem werden könnte, weil dieses Togekiss für uns gar nicht so leicht zu handeln ist. Also ich kann natürlich jetzt für einen Mogelhieb mit Fuego gehen und damit einen von beiden auf jeden Fall killen. Samazenta hat halt noch den Gigantenstoß, ne? Stimmt, 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 stimmt. Wir sind ja ein Stahlmon. Wir sind zwar auf minus 1... Aber sollte ja trotzdem ganz netten Schaden machen. Also wir gehen hier, denke ich, auf jeden Fall für Fuego. Ja. Wir haben dann noch Hutsasa in the bag. Von daher können wir uns auch überlegen, ob wir vielleicht mit Samazenta irgendwie mal rauswechseln wollen. So, wir hauen den Bedroher raus. Der ist jetzt erstmal nicht großartig mehrdernd. Wird der irgendwie protecten oder so, um dem Mogelhieb zu entkommen? Oder wird er den jetzt einfach sterben lassen? Da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber ich glaube, ich gehe hier für den Gigantenstoß. Ich gehe hier. Wir wissen, wir kennen eins seiner Mons auf jeden Fall schon, ne? War das Fuego? Das war, glaube ich, Fuego, oder? Ich überlege nämlich gerade, ob Standpauke hier vielleicht eher der Play wäre. Aber ich sag, Mogelhieb ist schon fein, oder? Ansonsten wechsle ich vielleicht sogar gleich dann nochmal auf Hutsasa raus oder sowas. Wenn da jetzt Fuego kommt. Der Fuego bekommt aber trotz allem durch einen Nahkampf immer noch soliden Schaden. Der ist ja, glaube ich, auch schon angedamaged. Der ist schon fast tot, ne? Also der kann zwar nochmal einen Bedroher rausholen und sowas, aber ja. Okay, wir sehen die Dino Wall da. Das ist in Ordnung. Das ist okay. Mogelhieb geht zwar so ein bisschen ins Leere, aber wir sind immer noch der schnellste Mon mit unserem Samazenta. Von daher hoffen wir einfach mal, dass der Gigantenstoß jetzt leckeren Damage macht. Auch wenn wir minus 1 sind, hoffe ich das einfach mal. Let's go. Here we go. Und es macht, ja, über 50% auf jeden Fall. Das ist das Allerwichtigste. Hat der Schwächenschutz? Er hat scheinbar keinen Schwächenschutz. Geht hier für Hitzewelle. Wir sind minus 1 Spätstaff. Macht guten Damage, aber nicht genug. Aber nicht genug. War ein Crit gegen Samazenta sogar. War auch ein Crit gegen Fuego. Sehe ich ein. Hat wahrscheinlich Scope-Linse plus Glückspilz. Damit 50% Chance darauf. Jetzt ist die Frage. Wir können
vermutlich. Also, das. Haben wir Protect auf Fuego? Ich glaube, wir haben sogar schon. Aber wir können eh nicht gegen Wulaosu protecten. Aufgrund seiner Fähigkeit. Das heißt, wir müssten eigentlich mit Samazenta jetzt leider Gottes den linken Slot eliminieren. Und mit Fuego hoffentlich den rechten Slot. Ja, ich glaube, ich muss hier Gigantenstoß dagegen drücken und ich gehe hier für den Flammenblitz auf den Togekiss-Slot und hoffe, dass das killt. Bin mir aber ehrlich gesagt gar nicht so sicher. Okay, es kommt Spotlight. Ja, das bedeutet dann, dass eins von... Ja, das ist okay, glaube ich sogar. Ich glaube, das ist in Ordnung. Weil entweder stirbt jetzt unser Fuego oder unser Samazenta. Weil er kann bloß einen angreifen. Und das ist okay, wenn er einen von beiden rausnimmt. Togekiss stirbt auf jeden Fall. Wichtig, dass wir hier nicht für Nahkampf gegangen sind. Wäre aber so oder so nicht der Play gewesen bei einem einzigen KP. Und Fuego nimmt ja jetzt den anderen raus. Es sei denn, er entscheidet sich hier für Fuego zu gehen. Und ich glaube, dass ich damit leben könnte. Ja, Fuego-Hit Nummer 1. 3 Hits müssten es werden. Wir haben die Antibodenbeere. Die bringt uns hier in dem Szenario natürlich nichts. Eine Citrobeere oder so. Ich glaube, eine Gauwebeere hätte uns was gebracht. Eine 50, also 33% Beere. Ich glaube, dann hätten wir überleben können. So, und jetzt haben wir noch Huzasa. Und der ist natürlich mega gut, weil der Wutpulver hat und damit die Angriffe vom gegnerischen Wulaosu auf sich lockt. Das heißt, wir könnten uns auf Fuego auf der rechten Seite konzentrieren. Problem ist nur, dass Fuego hier wahrscheinlich für einen Mogelhieb gehen könnte. Das Ding ist jetzt folgendes, ja? Oh, hat er eine Wasserdüse? Und wenn ja, killt die Wasserdüse? Das weiß ich nicht. Wir haben eh kein Protect hier drauf. Weiß er vielleicht zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht, aber haben wir leider eh nicht drauf. Von daher muss ich hier, glaube ich, für den Angriff gehen. Wir gehen für den Gigantenstoß gegen Wulaosu, der aber eventuell protecten könnte. Er könnte mich mogelhieben, das wäre okay. Weil dann kriege ich mit... Ne, Wutpulver kommt danach erst, aber dann ziehe ich den Angriff von Wulaosu eigentlich auf mich. Was okay wäre. Ich glaube, dass ich diese Kombination gerade machen muss. Es sei denn, ich durchblicke gerade irgendwas nicht. Das kann sein, mein Gehirn arbeitet gerade sehr langsam. Okay, wir kriegen Wutpulver zuerst raus. Ich weiß gar nicht, ich glaube, Mogelhieb ist schneller als Wutpulver. But I don't know. Gigantenstoß kommt. Wir haben schon gesehen, dass der eine eine Citrobeere hat. Das heißt, Fuego muss jetzt Huzasa angreifen. Und wenn dem so sein sollte, vielleicht hat er auch Standpauke, dann trifft er beide Mons. Aber wir resisten das. Wäre okay. Wenn er Hitzewelle spielt, eieieiei, aber wer, glaube ich, eher nicht. Okay, es kommt Verhöhner auf Huzasa. Das ist, denke ich, in Ordnung, würde ich sagen, weil Fuego war, ist Fuego sein letztes Mon oder hat er noch eins? Er hat sogar noch eins. Ja, das ist dann natürlich ein, ja, okay, er hat nicht nur noch eins, sondern er hat sogar noch ein ganz bestimmtes Mon. Eieieiei, okay, den Jungen hat er noch. Na gut, ja, das wird tatsächlich relativ schwierig werden, das zu überleben. Ich kann jetzt zwar Fuego wegbashen, aber dann habe ich nur noch Pollenknödel. Ja, dass der uns jetzt verhöhnt hat, ist schwierig. Das ist sehr, sehr schwierig. Vielleicht hätte ich sogar eher Fuego wegballern sollen, ne, weil der andere, ja, ich glaube, das war der Fehler. Der ist vom Typing Fehlstahl, glaube ich, ne. Ja, also hier an der Stelle weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr so ganz genau, was ich machen kann. Ich kann hier nur noch Pollenknödel drücken. Drücke ich auf meinen Samazenta, aber er wird mich halt vorher auf jeden Fall ausnocken. Das Einzige, was jetzt noch passieren kann, ist, dass er sich nicht auf Samazenta konzentriert, sondern auf Huzasa, was mega wild wäre, aber davon gehe ich nicht aus. Ich kenne leider Zacian auch zu schlecht, als dass ich wüsste, der geht jetzt safe für einen Split-Move. Er geht einfach straight für Nahkampf, ja. Und das war's mit Samazenta auf jeden Fall. Der ist mittlerweile zu sehr angedamaged. Der bekommt einen Verteidigungsdrop rein, resistet unseren Pollenknödel aber vierfach. Von daher werden wir dagegen vermutlich keinen Schaden machen können. So, ne? Ja, dementsprechend. Wenn der jetzt nicht gebandet ist oder so, aber ich glaube, der hat eh sein Schwert und kann seinen Hit, seinen Move daher wechseln, müssen wir für Pollenknödel darauf gehen. Und selbst wenn wir jetzt mega viele Hits überleben werden, sind wir, glaube ich, nicht in der Lage, das zu gewinnen, wenn wir den einschläfern und so weiter. Pollenknödel wird viel zu wenig Schaden machen. Und das macht
dezent zu viel Schaden. Aber wir kriegen hier den Spurenwirt. Das ist jetzt interessant. Ändert, glaube ich, nichts. Es sei denn, Pollenknödel macht plötzlich aus irgendeinem Grund 500 Millionen Damage. Aber nein, macht er nicht wirklich. Aber wild auf jeden Fall, dass wir den Spurenwirt bekommen. Ja, wird uns nichts bringen an der Stelle mehr. Item haben wir hier den Fokus-Go drauf, ne? Ne, das Match haben wir leider Gottes verloren. Aber okay, wir gehen hier heute mit einem Sieg, einer Niederlage raus. Hier, ja, war ziemlich safe, der Missplay nicht auf Fuego zu gehen, sondern auf Vulaosu. Weil ansonsten, also wir hätten auf jeden Fall Fuego rausnehmen können. Dann wäre Zacian reingekommen, hätte den Angriffsboost bekommen. Und Vulaosu hätte Huzasa attackiert und Huzasa angedamaged. Das bedeutet, Huzasa wäre aber wahrscheinlich dann auch schon wieder in der Range gewesen, wo Zacian Huzasa hätte rausnehmen können. Wenn wir noch eine Pilzspore rausbekommen auf Zamazenta, auf Zacian, dann wäre vielleicht noch eine kleine Chance da gewesen. Aber sah jetzt nicht so unheimlich gut aus, ehrlich gesagt. Naja, war, denke ich, trotzdem ein spannendes Kämpfchen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Däumchen nach oben da lassen und gerne auf Twitch vorbeischauen, wo es dann gleich einen Stream geben wird. Wenn er noch nicht läuft, dann läuft er wahrscheinlich in ein paar Minuten. Deswegen schaut auf jeden Fall vorbei. Würde mich freuen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Schreibt gerne rein, welches Pokémon ihr als nächstes sehen würdet. Bis dahin und tschüss.